Mama, woher weißt du, was Kinder gerne lesen? Ich fühle mich gar nicht so erwachsen, wie ich vielleicht aussehe. Ich habe langsam graue Haare im Bart, aber das fühle ich innerlich noch nicht. Das Coole ist, mein Sohn findet es ganz toll, dass ich als Schauspieler das Wort Spielen noch in der Berufsbezeichnung habe. Und er sagt auch ganz stolz immer, mein Papa macht ganz viel Quatsch. Also ich würde mich nicht als Erwachsen bezeichnen, sondern eher als Kind. Und das finde ich auch wichtig. Erwachsene sollten sich das Kind bewahren. Hat der Sternmann eine Freundin? Der Sternmann hat im jetzigen Buch noch keine Freundin, zumindest sieht man sie nicht, aber ich finde die Idee ziemlich gut und vielleicht klaue ich sie dir für eine Fortsetzung. Wer war dein Held in deiner Kindheit? Meine Helden, also eines meiner ersten Kinderbücher war Wo die wilden Kerle wohnen, weil der Protagonist in dem Buch heißt Max, ich ja auch, und das fand ich dann ziemlich cool. Der war so mein erster Held, weil der hat seine Suppe nicht aufgegessen und zur Belohnung wurde der König von Monstern. Das fand ich nicht schlecht. Aber ansonsten hatte ich, weiß ich nicht, später wahrscheinlich die üblichen Helden, Superhelden oder so. Serien, die es heute gar nicht mehr gibt. Ein Colt für alle Fälle. Colt Sievers war mein Held. Hast du ein Haustier? Ich bin leider beruflich ganz schön viel unterwegs und deshalb, ich hätte gerne einen Hund. Das letzte Haustier, das ich hatte, war eine Schlange, eine Königspython. Und als die gestorben ist, habe ich mir geschworen, so schnell hole ich mir kein Tier mehr, weil ich zu wenig Zeit dafür habe. Aber dafür habe ich halt andere Freunde, die das ersetzen, das Tierische. Hallo Max, was ist deine Lieblingskinderserie? Ich habe eine 3 Jahre ältere Schwester und die hat meistens die Fernbedienung gehabt. Und deshalb musste ich viel anschauen, was sie anschauen wollte. Dann habe ich 3 Nüsse für Aschenputtel anschauen müssen und so Sachen. Aber wir haben auch eben so Actionfilme, Actionserien, ein Colt für alle Fälle, Knight Rider, ich weiß gar nicht was, aber auch Kinderserien wie die Sendung mit der Maus oder so. Welche Bücher liest du gerne und wer ist dein Lieblingsautor? Ich lese, wenn ich alleine lese, gerne Bücher für Erwachsene. Also, alles mögliche, Romane, aber ich lese mit meinem Sohn auch sehr, sehr viel, deshalb kenne ich mittlerweile immer mehr Kinderbücher. Und da gibt es schöne, zum Beispiel das. Hattest du ein Kuscheltier, als du klein warst? Ja, ich hatte Kuscheltier, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was mein Lieblingskuscheltier war. Meine Schwester hatte ein Schaf, das ganz wichtig war, und mein Sohn hat jetzt einen Teddy, der muss überall mit. Aber ich weiß nicht mehr, was mein Lieblingskuscheltier war, aber wir hatten immer viele Kuscheltiere. Der Sternmann ist ein Junge. Gibt es auch ein Sternmädchen? Vielleicht gibt es ein Sternmädchen in einem Paralleluniversum, in einer anderen Galaxie. In diesem Universum gibt es jetzt leider nur den Sternmann, aber das müsste man mal überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre, dem eine Partnerin auf die Seite zu stellen.